Vites, hallo YouTube und willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio City Blog. Wir sind auf der Folge 97. Und ich darf jetzt erstmal Menüs nicht in Menüs nutzen. Darf ich jetzt erst für 5 Minuten? Ich hatte Vites ja gerade reingehauen, deswegen war auch die Lache direkt zur Aufnahme. Aber ist ja auch schon fast Tradition, hat er dazu geschrieben. Ja, ich darf jetzt die ersten 5 Minuten nichts machen, also muss ich ja labern, was ich hier machen möchte. Tatsächlich möchte ich hier Produktionsmodule bauen. Ich war ja nicht so schlau. Oh, ich kann was machen. Ich habe ja meine Taskleiste, da habe ich ein paar Greifer drin und so. Da kann ich schon mal ein bisschen was mit machen, aber das lohnt sich nicht. Und Mia hat gleich verlängert. Um 5 Minuten. Dann darf ich ja die nächsten 10 Minuten ja nichts machen. Sei froh, dass ich gerade nicht genug Punkte habe. Ich wollte auch verlängern. Welt ist weiterentwickelt. Dritte Welt ist weiterentwickelt als Deutschland. Ja, das, wie das stimmt wohl. Ich würde sagen, Plänke, wenn die Links aktiviert sind, kannst du den reinschicken. Dann gucke ich mir den zuerst an, Frankie, und sag dir, ob du den im Stream aufmachen kannst. Der kann so, ja, geht. Ich weiß, was ich machen kann. Ich darf ja keine Menüs nutzen, aber ich habe ja meine Blockpause. Guck dir den Screenshot an. Oh, lass meinen Screenshot in Ruhe. Mein also, Virus ist abgelaufen. Das ist gut. Vites, war das dein Screenshot, Martin? Ja. Dein Antivirusprogramm hat sich gemeldet? Ja. Und deswegen vielleicht? Ne, das nervt mich schon seit 2 Tagen. Er ist abgelaufen. Ja, aber ich finde, es ist so schön passig zu deinem Menüverbot. Ja. Martin hat dann auch ein Menüverbot gekriegt, oder? Okay, zum Glück habe ich das auch nicht drauf, so wie du. Clip darf man ja nicht. Ja, das ist so eine Sache wieder. Warum läuft nichts bei dir? Ach ja, da war ja was. Hm? Bei mir geschrieben hat, das ist die Strafe, weil morgen nichts bei dir läuft. Ja, ja, bei mir morgen läuft es nicht wegen wetterbedingt. So schlechtes Wetter? Das ist so eine Ausrede, der Junge hat bloß keinen Bock. Haben eine Kiste geöffnet, kein Menü. Das ist ein Menü. Nein. Das ist ein Menü. Es sind in diesem Game, das Game besteht aus Menüs, Frank. Naja, in dein Alter. Was heißt in mein Alter? Ich räume mir gerade ein bisschen mit den Drohnen jetzt weiter auf. Mehr kann ich im Moment nicht machen. Ja, vor allen Dingen, weil es hat sich ja noch mal um 5 Minuten verlängert. Ja, ja. Frank? Was? Es hat sich noch mal um 5 Minuten verlängert. Warum? Weil auch deine Taskleiste ein Menü ist. Das ist eine Schnellzugriffleiste. Ist eine Menüleiste. Ich öffne keine Menü, ich öffne keine Menüs. Da hat er was reingeschrieben. Ich will gleich GUI. Frage an den Rest der Zuschauer. Ist die Schnellleiste für euch ein Menü? Menü.
Also Frank, hast du deinen Timer schon auf hochgestellt? Noch nicht. Ja, aber das immer das, also würde ich sagen, Ausnahme. Blinky sagt Ausnahme. Und Mia schreibt Menü. Also ich würde sagen, das zählt nicht als Menü, da das auf der Spieloberfläche ist, dafür, weil ich dafür nichts öffnen muss. Das Schlimme ist, ich dafür kann ja auch nicht Zug fahren. Aber Frank, wir könnten das auch Schnellwahlmenü nennen. Nenn ich ja nicht. Taskleiste. Wäre das so nett, würde den Zug mal eben zum Bauhof fahren. Meinen. Ich darf ja Menü nicht öffnen. Ja, du kannst ja auch im Bauhof nichts tun. Ich habe also Sachen angefordert gehabt. Die werden wieder dann kann ich ja wieder meine Rohstoffe auffüllen. Das geht. Dann könnt ihr mich woanders hinschicken, wo ich dann automatisch Schienen baue. Okay, das kann ich für dich tun. Das ist wenigstens sinnvoll, oder? Nächstes Mal Linksklick verbieten. Yo! Ich hab ihn dir ein bisschen geschickt, Mietes. Wie, du hast dich ein bisschen geschickt? Du hast nur 20 Stops. Und bis ich dahin, wo ich hin will, oder? Du landest irgendwo, ich weiß nicht mehr wo. Ja, guter Plan. Ihr wollt mich doch alle ärgern. Ich schick dich zum Ende dahin, wo du hin willst, Frank. Ja, super. Ich sitze hier noch ein bisschen und machen wir mal eine Fabrikrundfahrt, oder wie war das? Du fährst ein bisschen Zug. Ja, ich weiß ja nicht mal, wie ich den Titel jetzt nennen soll. Eine Zugfahrt, die ist lustig. Eine Zugfahrt, die macht Spaß. Das ist ein Broadcaster, der bei mir reingeht, bei dir. Und seit wann geht der denn bei mir an, bei dir? Der Broadcaster? Keine Ahnung. Ja, wegen Erwachsenenspielen irgendwas. Stimmt. Das war aber vorher nicht so. Doch. Nein. City Tour wegen den Lappen. Naja. Aber du wirst schlussendlich am Bauhof stoppen. Dafür ja. Habe ich gesehen. Also ich okay, also in diesem Teil der Fabrik war ich tatsächlich noch nicht. Ist ja nicht so, dass sich die Außerirdischen ja trotzdem weiter verbreiten, ne? Ist ja egal. Und war rechte Seite nicht, die ist ziemlich sauber. Sollte mich auch da wundern, weil da wird die Artillerie alle noch beliefert. Links steht bloß nichts, da müssten wir mal was hinschauen. Oh, wir sind jetzt ein Atomkraftwerk. City-Tour wegen den Lappen. No. Da. 6 Minuten. Also liebe Freunde, bei YouTube, bis ich wieder was bauen darf oder Aktionen machen darf, irgendwie Menüs öffnen darf, ab Minute 15 geht das. Da. Du schneidest das fast forward-mäßig zusammen. Nee, tatsächlich ist es ja gerade noch ein bisschen amüsant, oder? Ja. jetzt weiß ich, wieso deine Cam so, so strange ist. Warum strange?
weil du deinen Mic eingestellt hast, als du im Zug warst. Ja, ja, ich sitze auch gerade ein bisschen weiter vor. Ich habe mich ein bisschen vorgelehnt. Wenn wir dahinter lehnen, sieht das so aus. Schlafen. Ja, dann könnte die Kevin nicht mehr dran sein. Ja, das ist, ist halt aktuell wegen den Positionen hier. Ach, jetzt warte ich halt ein bisschen in der Kupferschmelze, das ist schön. Nee, das ist so eine Sache, ist noch nicht alles optimal ausgeglichen hier. Dann hätten wir in der Kupferschmelze parken müssen, wäre da vollgepackt worden. Wo saust du denn gerade rum? Rechts, irgendwo. Unter deinem Uran bin ich gerade. Da ist gerade noch ein Link reingekommen. Wie das? Würdest du den nochmal überprüfen? Ja, tue ich sofort. Irgendwas wegen der Mikroständer. Ich schau rein. Mikroständer, ja. Tatsächlich liegt das nicht am Mikrofon, tatsächlich liegt es daran, wie ich sitze. Nee, das ist ruhig mit dem Link. Das ist okay. Ach so, das? Das ist genau bündig sitzt, oder was? Nein, das ist nicht absichtlich eingestellt. Das ist tatsächlich zufällig. Das ist zufällig gewesen. Das ist hier genau bündig, wo sozusagen das Mikrofon rauskommt, kommt direkt aus dem Menü raus. Das ist immer cool. Passt halt nur, solange du im Zug sitzt. Ja, stimmt. Tatsächlich müsste ich mir das mal nachher speichern. Ja, aber da hast du schon recht, Plinkel. So richtig mit der Ecke, direkt dran. Ja, ja. Ach, jetzt bist du unten. Martin, wo hast du denn überall hingeschickt? Keine Ahnung. Einmal links, rechts, links, rechts, links, rechts. Wo ist denn der jetzt? Der fährt gerade unten links in der Dev lang. Irgendwo. So, das letzte Ziel ist jetzt freigegeben. Ich weiß nicht, wo der landet. Das ist schön. Was macht der denn da? Komm, ich schick dich dahin, wo du hin willst. Irgendjemand hat mal gerade meinen Zug gestoppt. Halt auch mit der Ecke. Ja, das sah schon genial aus. Das Bild ist gut. Nee, ich hab dich angehalten. Ich schick dich gerade zurück, wo du hin wolltest. Das ist doch schön. Nee, ich wollte ja eine Produktivitätsfabrik ja bauen. Für die lila Flaschen, glaube ich. Waren das, glaube ich, die noch fehlen, ne? Das sind die einzigen Flaschen, die ja noch fehlen, und dann halt die weißen nur noch. Aber wenn wir lila Flaschen haben, sind wir wenigstens so weit, dass wir bis zur Rakete kommen. So, kann mich irgendjemand irgendwo hinschicken, wo noch Gleise gebaut werden müssen? Ja. Der Zug fährt schon. Hast du mir jetzt gerade eine Map geschickt? Wir haben gelbe vor lila gemacht, ja. Das haben wir. Weil wir die Logistikkisten haben wollten.
Tatsächlich sind lila Flaschen dagegen noch ziemlich einfach. Jetzt steht Frank im Stau, kann das sein? Ja, ich sitze irgendwo im Stau. Und die Fahrt geht schon weiter. Aber ich darf auch wieder was machen. Einer Station geschickt, Frank. Ich darf wieder was machen. Ach nein! Dann kommen wir ewig nicht weg. Egal. Ich darf ja wieder was machen, also optimiere ich das mal eben hier. Ich habe hier nämlich was gesehen, was mir nämlich gefällt. Wegen hier stoppt ja irgendwas. Hier kommt das Erz ja nicht weiter. Weil Fließbänder fehlen wahrscheinlich. Weil das gelbe Fließbänder sind. Nein, da fehlen Fließbänder komplett. Oh. Und das ist schon eine ganze Weile so. Ja, das wurde irgendwann mal zerstört bestimmt. Ja, ja. Deswegen kann ich mir, habe ich mir mal gedacht, räume ich mal, mache ich das dann gleich mal fertig. Freundlich, Kevin? Nein. Stimmt nicht. Einen Kevin haben wir zwar auch, mit dem wir mal früher gespielt haben, aber der, ja. Komm. Kevin war früher schon so, ich komme alle zwei Jahre mal immer auf TS. Nein, tatsächlich haben wir uns entschlossen, dass wir erst die gelben machen, bevor wir die lilanen machen, weil halt die Logistikkisten uns tatsächlich wichtiger waren. Und so war es doch wieder, oder? Ja, weil wir an die Drohnen wollten, damit wir hier in unserem ganzen Gewusel besser zurechtkommen. Und richtig. Vor allen Dingen schneller voran. Vor allen Dingen mit Kevin gleich Kevin. Ja. Guck mal, jetzt kommt da wieder ein bisschen mehr Erz rein. Das ist doch schön. Weg mit dir. So, jetzt darf ich mich erstmal wieder leer machen, glaube ich, oder? Warum? Oder ne, ich kann ja bauen. So ist es ja nicht. Guck mal da links, Frank. Da oben links. Was? Oh. Da müssen ganz viele Schienen gesetzt werden. Ich will ja keine Schienen setzen. Ich möchte ja gerne meine Fabrik bauen. Ach so. Boah, und jetzt kommen die fahren dann die ganzen scheiß Eisenzüge alle hier durch und ich komme hier nicht weg. Nee. So, erstmal an Vorderbahnhöfe, ne? Produktionsmodul 1. Produktion, ja, auf jeden Fall. Was war da? Schalt Preis an. Warum benutzt ihr nicht Symbole für die Namen? Symbole? Ja, für die Namen? Kann man ja auch machen, ja. Kann man machen, ja, aber... Wir schreiben das immer aus. Außerdem ist, glaube ich, die Funktion, glaube ich, noch relativ neu. Da ich Factorio wirklich schon seit, ja, sehr langer Zeit schon spiele, mache ich das seitdem auch so. Ist dir deshalb nur nie aufgefallen und uns, weil wir nie drauf geachtet haben. Ja, vielleicht ist es deswegen. Factorio, wie lange spiele ich schon Factorio? Das ist schon 5 Jahre bestimmt.
So ab und an mal, dann mal länger und all so ein Kram. Das ist dann halt so. Ich muss mal eben kurz weg. Kind meldet sich. So. Also das ist die einfachste Variante oder Erklärung, die ich bieten kann dazu. Und dann kann ich die Züge auch schon mal direkt losschicken eigentlich. Andere Farbe. Leeres Inventar. Volles Frachtinventar. Denn das wollte ich ja auch nochmal umfärben eben. Der kann ja rot bleiben eigentlich. Leeres und volles. Das sind ja Elektrozüge, die brauchen keine Kohle oder so. Die laufen. Ist euch das eigentlich aufgefallen, dass keiner reagiert, wenn es mal aufpiept? Ja, das hat sich mittlerweile abgestellt, weil immer so viel piept. Hast du es ausgestellt? Ja, ich höre es nicht. Schade, habe weder die Punkte, noch hast du die Funktion, dass man die Bahnhöfe umbenennen lassen können. Ja, doch, er hat so eine ähnliche Funktion. Du kannst ja. Also, man könnte ja dann such einen Namen für mich ausnehmen. Ja, das geht auch. Das wäre ja dann spielbezogen, wenn ich sowas noch reinmache. Also für 1000 Punkte dieser Namensgenerator, den könntest du dafür benutzen. Tatsächlich, ja. Ich denke, bei Factorio passt das dafür ganz gut. Ja. Ihr braucht Bahnhofsymbole. Das ist tatsächlich Ansichtssache. Ob man es braucht oder nicht. Ja, die Sache ist einfach die, Planky. Wir haben jetzt so lange gespielt, nur mit Namen. Ich glaube, das wäre weird, wenn plötzlich Symbole drin sind. Müsste man sich jetzt umgewöhnen. Wenn man das von Anfang an gemacht hätte, wäre das vielleicht eine sinnvolle Idee gewesen. Vor allen Dingen, wir benutzen Symbole für die einzelnen City-Blocks. Wenn dann noch in jeder einzelne Bahnhof dann noch so die Symbole hat, ist klar, wenn du drin hast, ist es einfacher, wenn du siehst, welcher Bahnhof für was ist. Ne? Wenn du über Map guckst. Das sehe ich ja wohl ein, aber wir arbeiten halt mit den Symbolen, dass wir halt auf der Map nur den bestimmten Block haben. Dass wir dann da halt dahin fahren und dann direkt gucken. Wir stellen die Züge quasi nur einmal ein. Und dann fahren die. Hier kommen ja keine weiteren Züge an. Wegen hier, dieser Bahnhof wird ja auch nur von 2 Zügen beliefert. Genauso wie ein Zug, der wahrscheinlich da alles abholt. Mehr ist das ja nicht. Boah.
Aber liebe Freunde auf YouTube, das war's dann auch schon mit dieser Folge von Factorio. Ich wurde ein bisschen durch die Gegend gescheucht, aber schaltet in der nächsten Folge ein. Bis dahin, schon mal ciao, euer Schrank.